Wolfgang Neubert stand am Ende seiner beruflichen Laufbahn noch einmal vor einer großen Herausforderung. Es galt, die Unternehmensnachfolge bei Ancor Lamina zu regeln, einem Sonderfertiger für den Werkzeugbau. Für Neubert war es wichtig, dass der Nachfolger die entsprechenden Qualifikationen hat. Für mich zählen nach wie vor die Überschriften fachliche Eignung, sprich fachliche Kompetenz. Da setze ich voraus, dass man auch die Fähigkeit hat, mit unserer großen Kundenzahl entsprechend kommunizieren kann, auf Augenhöhe. Die soziale Kompetenz, also die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern und natürlich das unternehmerische Handeln. Bei der Gestaltung der Nachfolge zahlte sich die langjährige Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz für ihn aus. Gemeinsam wurde ein Auswahlverfahren erarbeitet. Zwei Kandidaten aus dem Unternehmen erhielten die Aufgabe, eine Perspektive für Ancor Lamina bis 2018 zu entwickeln. Aus dem internen Wettbewerb ist der neue Geschäftsführer Matthias Wahl als Sieger hervorgegangen. Die TU Chemnitz war für mich wesentlicher Impulsgeber in Vorbereitung meiner Nachfolgefindung, da ja an der Professur Unternehmensnachfolge oder unter dem Aspekt Unternehmenszukunft Sachsen viele Inhalte, Schwerpunkte und Vorgehensweisen auf Basis der wissenschaftlichen Begründung rübergebracht wurden. Die TU Chemnitz hat das Projekt Unternehmenszukunft Sachsen vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Damit soll gezielt der drohenden Nachfolgerlücke im Freistaat Sachsen entgegengewirkt werden. Mario Geisler ist Juniorprofessor für Entrepreneurship in Gründung und Nachfolge. Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiter aus allen Fachrichtungen schlüpfen zum Beispiel in einem Rollenspiel mit Legosteinen in die Position eines Unternehmenslenkers und werden damit für das Thema sensibilisiert. Wir machen das jetzt seit 3 Jahren. Eine sehr große Herausforderung, so einen Balanceakt zu finden zwischen Motivation, Sensibilisierung für Unternehmertum. Man muss ja sehen, dass viele sich damit überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben. Und zum anderen aber auch Wissensvermittlung. Auch in der Summer School, einem Angebot, das für Studierende aus ganz Sachsen offen ist, wird an diesen Fähigkeiten gearbeitet. Hier besuchen Studierende unter der Thematik Tourismus und Unternehmertum das Weingut Schloss Wackerbarth in Radebeul. Wir wollen hier ein komprimiertes Angebot schaffen, wo man sich eine Woche mal voll mit dem Thema Unternehmertum, Unternehmensnachfolge auseinandersetzen kann, um hier nicht den Faden zu verlieren, nicht durch den Studienalltag abgelenkt zu werden, sondern mal richtig dabei bleibt. Auch in Leipzig werden fächerübergreifend Workshops angeboten. Die Gründungsinitiative SMILE hilft angehenden Nachfolgern bei der Entwicklung wichtiger Kompetenzen. Im Seminar Atem, Körper, Stimme geht es zum Beispiel darum, professionell und erfolgreich vor Publikum zu präsentieren. Unternehmerische und soziale Kompetenzen sind eine Basis für einen erfolgreichen Generationswechsel. Wie kommen nun Nachfolger und Übergeber zusammen? In Dresden gibt es das Netzwerk Folgerichtig. Regelmäßig finden Veranstaltungen statt, wie hier in der Ostsächsischen Sparkasse in Dresden. Das Netzwerk bündelt die Initiativen der Dresdner Hochschulen, der Ostsächsischen Sparkasse, der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskammer. Um Menschen zusammenzubringen, wird unter anderem ein besonderes Veranstaltungsformat, das Bürogolfen, angeboten. Hans-Jürgen Gatsche ist dabei, seine IT-Firma zu übergeben. Er hat beim Bürogolfen wichtige Erfahrungen gesammelt. Dadurch, dass praktisch gesehen die Interessenten, Käufer und Verkäufer aus einer Branche in Teams aufgeteilt wurden, hatten wir die Möglichkeit, nun so unmittelbar neben dem Golfspielen uns da auch noch zu unterhalten. Und das hat dem ganzen Prozess Unternehmensnachfolge, jemanden kennenlernen, mit jemandem Gespräche führen, doch ziemlich schnell vorangebracht. Es gab sehr intensive Gespräche, die fast bis zum Kaufvertrag dann auch vorangekommen sind. Nach der Auswahl des passenden Partners muss der Übernahmeprozess geplant werden. Die Initiative Dresden Exists hat Erfahrung bei der Begleitung des Nachfolgeprozesses, von der Moderation der ersten Gespräche über die Umsetzungsplanung, die Suche nach der passenden Finanzierung bis zum erfolgreichen Abschluss. Und auch die emotionalen Befindlichkeiten werden berücksichtigt. Das weit größere Thema ist und bleibt immer im
persönlichen Umgang des Nachfolgers mit dem Übergeber oder Übergeberin, da ein Miteinander zu finden, dass einerseits der bisherige Firmeninhaber das gute Gefühl hat, das Unternehmen ist in guten Händen zukünftig und dass der Nachfolger das Gefühl hat, ich bekomme hier ein Unternehmen, in dem ich mich auch verwirklichen kann. Dagmar Edelmann steckt mitten in diesem Prozess. Sie will das Autohaus ihres Vaters übernehmen. Man hat vieles im Kopf, jeder denkt sich seinen Teil und es wird nichts wirklich ausgesprochen. Und Dresden Exists bringt wirklich erstmal die Themen, die jeder so im Kopf hat, auf den Tisch und erstellt auch einen Zeitplan, wo man wirklich schauen kann, was habe ich schon umgesetzt, was ist noch zu klären. Das ist eigentlich für uns jetzt persönlich mit das Wichtigste und betreut uns auch wirklich bei den Terminen, was dann Rechtsanwälte sind, was Steuerberater sind. Und da wirklich eine Organisation wie Dresden Exists zu finden, die uns dann auf dem gesamten Weg begleiten kann, das ist wirklich ein Glücksfall. Professor Rüdiger Ulrich von der HTWK Leipzig hat sich mit Studenten auf den Weg gemacht. Die Radtour endet in Bautzen bei Orgelbau Eule, ein Unternehmen mit einer mehr als 140-jährigen Tradition. Vor 8 Jahren hat Ann-Christine Eule den Weg über das Studium in die Spitze des eigenen Familienunternehmens gefunden. In einem langen Prozess ist sie von ihrer Großmutter auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet worden. Sie hat Verantwortung für den Betrieb und 43 Mitarbeiter übernommen und das Traditionsunternehmen im Familienbesitz weitergeführt. Und das in einer Zeit, in der es noch kaum Unterstützung von sächsischen Hochschulen gab. Umso wichtiger findet sie es heute, junge Menschen mit ihrem Erfahrungsschatz zu unterstützen. Aber auch natürlich mit Ansporn einfach, um den Leuten einfach Mut zu machen und zu sagen, ey, hallo hier, das ist interessant. Und Selbstständigkeit bedeutet auch ein Stück Unabhängigkeit. Wir müssen also auch wieder diese Fähigkeit einfach auch das Risiko, der Risikoübernahme auch stimulieren und dann eben auch natürlich die Chance sichtbar machen, dass man eben dann auch selbstständig und selbstbestimmt, souverän dann eben auch eine Firma führen kann. Die sächsischen Hochschulen engagieren sich bei den Themen Forschung, Sensibilisierung und Qualifizierung, Suche und Auswahl, Prozessbegleitung und der Erfahrungsweitergabe. Sie bieten eine breite Unterstützung für Unternehmensnachfolger und fördern damit den erfolgreichen Generationswechsel in sächsischen Unternehmen.